Ich glaube, dass man sich vielleicht manchmal sehr von dem Landidyll locken lässt und dann aber auch noch ganz viele andere Dinge kennenlernt, die damit verbunden sind, in so einem Haus zu leben und auf dem Land zu leben. Je unmenschlicher die Bedingungen in den Städten werden, desto mehr junge Leute werden aufs Land ziehen und desto mehr Gemeinschaften werden sich auch irgendwie auf dem Land bilden. Ich glaube, das sind einfach Prozesse, die von selbst passieren, solange es so unangenehm sein wird, in Städten zu wohnen. Ich mag Berlin, weil ich da unglaublich viele Möglichkeiten habe, Dinge zu tun. Ich mag Berlin, weil es schnell ist und intensiv. Aber aus den gleichen Gründen kann es natürlich auch anstrengend sein und kurzweilig und unverbindlich. Ich bin Juli, ich bin 26 Jahre alt und ich wohne zur Hälfte in Berlin und zur anderen Hälfte in Sachsen-Anhalt auf dem Land. In der Pandemiezeit hatte ich schon das Gefühl, dass die Dinge, die Berlin zu einer tollen Stadt machen, weniger werden und die Dinge, die Berlin zu einer unangenehmen Stadt machen, viel mehr werden. Dass es sehr anstrengend war, in der Pandemiezeit in Berlin zu sein, weil man einfach nicht so viel machen konnte wie auf dem Land. Dieser Traum, in einem Projekt oder in einer größeren Gemeinschaft auf dem Land zu leben, den habe ich irgendwann nach der Schulzeit entwickelt. Hallo. Das war für mich halt immer so eine Zukunftsidee, aufs Land zu ziehen, aber nicht in einer kleinen Familie, in so einer Bubble mit irgendwie Haus und Kind oder so, sondern halt irgendwie mit Freunden, mit dem, was die Stadt für mich auch lebenswert macht. Nur dann halt irgendwie auf dem Land mit mehr Raum und mehr Natur und so. Und dann sind wir hier auf dieses Haus gestoßen, das in Sachsen-Anhalt auf dem Land. Wir wohnen hier zur Miete in den oberen beiden Stockwerken von dieser großen alten Villa mit einem riesigen Garten drumherum, können trotz dessen, dass wir hier zur Miete wohnen, diesen Ort so beleben und bespielen, wie als wäre er unserer. Es ist an sich schon entspannter und weniger Stress als in Berlin, aber so ein Hausprojekt hochzuziehen bedeutet auch trotzdem sehr viel Stress. Und das ist auf jeden Fall, hat mir das noch sehr, sehr viel Arbeit zusätzlich zu meinem Leben in Berlin beschert, hier hingezogen zu sein. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich hier jetzt die ganze Zeit am Chillen bin und nichts tue, sondern es ist schon auch immer was zu tun und es kann auch mitunter stressig sein hier. Ich kann mir gut vorstellen, hier auch mal irgendwann Vollzeit zu wohnen. Das ist, glaube ich, jetzt nicht für immer diese Pendelei. Das ist für mich auch irgendwie so ein bisschen einfach die Tatsache, dass ich sozial so verwurzelt bin in Berlin und meine ganzen FreundInnen da wohnen, bedeutet für mich natürlich auch irgendwie, dass ich Angst davor habe, diesen Kontakt irgendwie zu verlieren. Also ich habe immer noch so, dass ich jetzt, wenn ich in Berlin bin, will ich irgendwie nicht weg aus Berlin und wenn ich hier bin, will ich nicht weg von hier. Aber ich merke schon auch, dass es immer schwieriger wird, zurück nach Berlin zu fahren, weil ich immer mehr hier ankomme und das immer mehr auch wirklich als mein Zuhause sehe. Alleine wäre ich, glaube ich, nirgends hingezogen und vor allem nicht aufs Land, weil ich nicht gerne alleine bin und immer gerne Menschen um mich herum habe. Deswegen war es mir irgendwie schon immer wichtig, dass wenn ich wieder rausziehe aufs Land, dass ich zumindest dieses Gefühl, unter vielen Leuten, unter vielen gleichgesinnten Menschen zu sein, behalten kann. Das ist auch so meine Bedingung für auf dem Land wohnen, ist, das in einer Gemeinschaft zu tun. Meine eine Mitbewohnerin ist Autorin, die kann von überall arbeiten. Einige Leute können auch einfach ein paar Tage die Woche Homeoffice machen und nutzen dann die Zeit, um hier zu sein. Das ist ganz unterschiedlich, aber natürlich irgendwie auch ein großes Thema und ein Grund dafür, dass viele von uns jetzt nicht Vollzeit hier wohnen können, weil wir halt zum Arbeiten noch in die Stadt fahren. Es ist jetzt nicht, dass ich mir nicht vorstellen kann, hier zu arbeiten. Es ist eher, dass die Arbeit auf dem Markt mir noch so ein bisschen Grund gibt, weiterhin auch in Berlin zu sein. Und das ist mir schon auch sehr wichtig. Also ich bin immer noch sehr verwurzelt in Berlin und kann den Ort jetzt noch nicht so richtig hinter mir lassen. Deswegen würde ich gerne zurück nach Berlin heute. Ja. Also es ist schon cool, in Berlin irgendwie neue Leute kennenzulernen und da irgendwie sich neu erfinden zu können, wenn man das dann möchte.
Aber ich glaube, letztlich geht es mir irgendwie eher so um enge, lang anhaltende Freundschaften. Und ich hoffe einfach, dass die sowohl bestehen bleiben würden, wenn ich hier wohne, als auch wenn ich in Berlin wohnen bleibe. Das Pendeln war dann irgendwann schon auch sehr anstrengend. Ich habe jetzt meinen Job in Berlin gekündigt und bin Vollzeit aufs Land gezogen. Unter anderem auch, weil meine Berliner WG sich aufgelöst hat. Wir mussten raus, wie das ja vielen Leuten in Berlin so geht, dass es irgendwie immer teurer oder prekärer wird, die Wohnsituation. Und so war das bei uns auch. Mit den Nachrichten, dass wir diese Wohnung verlassen mussten, kam für mich auch irgendwie ziemlich gleich der Entschluss, dass ich gesagt habe, dann suche ich mir nichts Neues mehr in Berlin. Das ist mir viel zu stressig. Und ich habe hier irgendwie schon einen Ort, an dem ich mich zu Hause fühle. In dem Dorf, in das wir gezogen sind, stand früher bis Ende der 80er Jahre ein großes Kohlekraftwerk. Und das wurde mit der Wende geschlossen. Und viele Menschen haben ihre Arbeitsplätze verloren, viele Menschen sind weggezogen. Und das macht sich jetzt halt irgendwie 30 Jahre später darin bemerkbar, dass es extrem viel Leerstand gibt. Und man schon das Gefühl hat, man ist hier an einem Ort, der seine Hochzeit in einem anderen Jahrhundert hatte. Und das finde ich super traurig zu sehen und würde auch super gerne daran arbeiten, das zu ändern und irgendwie Orte wie diesen irgendwie wiederzubeleben. So auf nachbarschaftlicher Ebene denke ich, es ist extrem einfach, hier anzukommen und Kontakte zu knüpfen. Wenn es darum geht, Freundschaften zu finden, dann ist es natürlich auf eine gewisse Weise auch schwerer, weil es hier einfach nicht so viele junge Menschen gibt und die dann auch noch die gleichen Interessen haben. Ich weiß jetzt bloß nicht, wo meine blaue Tasche ist. Wir sind eigentlich konstant dabei, neue MitbewohnerInnen zu suchen. Es ist super schwer, die Menschen davon zu überzeugen, mit uns aufs Land zu ziehen. Ich glaube, es ist für viele Leute einfach ein riesiger Schritt. Und man tritt natürlich irgendwie schon sehr weit aus seiner eigenen Bubble raus, wenn man so weit rauszieht. Und deswegen ist es, denke ich, eine viel schwierigere Entscheidung für die Menschen, zu uns aufs Land zu ziehen oder auch irgendwo anders hin aufs Land zu ziehen. Ich glaube, viele KandidatInnen sind dann irgendwie so, dass sie denken, dass es voll die schöne Idee ist und wir haben einen tollen Garten und das ist ja alles super schön. Und dann gibt es irgendwie so einen Realitätscheck in diesem Prozess der Überlegung, ob sie bei uns einziehen wollen oder nicht, wo dann irgendwie den Menschen klar wird, hier gibt es nicht so viele Jobs und nicht so gut angebunden. All diese Sachen, die spielen dann natürlich mit rein. Aber wir finden dann auch immer wieder ganz tolle Leute, mit denen wir dann zusammen wohnen können und die das auch wirklich wollen. Es ist nur ein sehr viel anstrengenderer Prozess als in Berlin, wo alle Leute ein Zimmer suchen und niemand eins findet. Also ich glaube, wir werden natürlich schon irgendwie erstmal beäugt, wenn klar wird, dass wir jetzt aus Berlin hierher gezogen sind. Aber an sich habe ich nicht das Gefühl, dass wir vielen Vorurteilen begegnen müssen. Also das ist auch immer so dieser erste Eindruck, den man natürlich irgendwie sich irgendwie machen muss. Und dann habe ich schon schnell das Gefühl, einfach, dass die Menschen glücklich sind, dass hier junge Leute hinziehen. Ganz egal, ob wir jetzt die hippen Berliner sind oder auch selbst vom Dorf kommen oder so. Wir hatten einmal Streit mit einem bisschen weiter entfernt wohnende Nachbar, weil wir sonntags nachmittags mit der Motorsäge gesägt haben. Und ich glaube, das passiert einem überall. Also das ist vielleicht auch nicht so ganz nett. Ansonsten sind die Nachbarn super lieb und wir hatten bis jetzt noch keine großen Konflikte. Ich glaube, mein Ziel ist es, so zum Dorf beizutragen, dass ich das Gefühl habe, ich kann irgendwie der Dorfgemeinschaft das zurückgeben, was ich auch irgendwie bekomme. Und ich habe hier ein schönes Leben und ich will irgendwie auch zeigen, dass ich das genieße und irgendwie schön finde, hier zu wohnen und dass es mir das ermöglicht, dass ich hier irgendwie in einem kleineren Dorf wohne. Aber ich habe jetzt auch nicht vor, irgendwie mich im Gemeinderat zu engagieren oder so. Ich denke, es ist gut, wenn man irgendwie versucht, nicht nur einfach auszunutzen, dass man da irgendwie günstig wohnen kann und viel Platz hat, sondern irgendwie natürlich auch dazu beiträgt, dass dieser Ort lebendig bleibt und nicht irgendwie immer älter wird. Und dazu trägt man ja auch schon bei, dadurch, dass man einfach nur dort wohnt, dass man den Ort jünger macht. Ich denke nicht, dass es sinnvoll ist, Menschen dann auch eine Verantwortung einzureden, dass man jetzt unbedingt verpflichtet ist, in alle Vereine einzutreten und irgendwie sich komplett zu engagieren von Tag 1 an, sondern das sollte auch ein fließender Prozess sein und irgendwie im Tempo der Menschen passieren und wie sie sich wohlfühlen.
mein Plan ist schon, mir jetzt hier in der Gegend einen Job zu suchen, mit dem ich irgendwie mein Leben hier finanzieren kann. Also ich habe schon irgendwie ein paar Ideen jobtechnisch, aber will mich da jetzt auch nicht zu sehr festlegen, weil es natürlich auch gar nicht so einfach ist, auf dem Land eine Arbeit zu finden, zumal hier in der Gegend. Ich bin da auch nicht so wählerisch. Ich denke, ich schaue einfach, was ich kriege. Und wenn ich mich damit wohlfühle, dann kann ich das länger machen. Und wenn nicht, dann suche ich mir halt die nächste Sache. In Berlin habe ich nicht gekündigt, weil ich das Gefühl hatte, dass der Job mir nicht gefällt. Also ich habe mich auf dem Markt super wohl gefühlt. Es ging eher darum, dass ich eben, also außerhalb dieses Jobs, nicht mehr viel hatte, was mich in Berlin hält. Und ich will nicht für einen Job an einem Ort wohnen, sondern ich möchte an einem Ort wohnen und dann da einen Job finden. Und das ist ja auch das, was ich jetzt hier machen möchte. An sich will ich mir nicht meinen Wohnort abhängig von meinem Beruf aussuchen, sondern andersrum. Es gab für mich jetzt nicht einen bestimmten Punkt, wo ich gesagt habe, ich ziehe aufs Land. Das waren eher die Umstände, die das bewirkt haben. Seit ich in Berlin gewohnt habe, sind da immer mehr Freiräume gestorben. Also ich hatte das Gefühl, die Orte, an denen man sich wirklich ausleben kann, die werden immer, immer weniger in Berlin. Mir hat schon auch einfach räumlich der Platz gefehlt, aber ich hatte auch das Gefühl, so der Kopfplatz, der Space wird einem irgendwie immer kleiner gemacht. Und das war vielleicht sicher auch ein Grund dafür, dass ich dann aufs Land gezogen bin, weil halt irgendwie Platz ist und ich das Gefühl habe, ich kann mich ausbreiten. Ich glaube, wir sind halt immer noch dabei, hier anzukommen. Ich hoffe, dass ich diesen Ort jetzt nicht irgendwie direkt wieder verlassen werde in einem Jahr oder so. Das habe ich nicht vor.